Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge von Pokémon Masters Jigs. Und ja, es kam länger kein Video hierzu aus zeitlichen Gründen. Deswegen hoffentlich gefällt euch das Video heute, denn ich will euch noch zwei neue Events zeigen, die erschienen sind. Und es gibt bezüglich der neuen Schurkenstory auch neue Gefährten, die wir ziehen können. Das zeige ich euch jetzt gleich hier. Den haben wir, beziehungsweise den gibt es hier wegen dem Event, was ich euch gleich zeige. Und dann schauen wir mal. Schurkenstory und so, das was da Neues gibt, zeige ich euch auch noch demnächst im Video. Ich hoffe natürlich, ihr freut euch darüber. Ja, und dann könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die schon gezogen habt, wenn ihr ebenfalls das Spiel spielt. Wir machen mal die Suche, schauen uns das Event an. Das sollte eigentlich normalerweise nicht so lange gehen. Sollte eigentlich hoffentlich schnell erledigt sein. Weil das eine ist, glaube ich, nur kämpfen. Wenn ich das richtig gesehen habe, das eine ist ein kurzes Episoden-Event. Deswegen schauen wir mal, vielleicht mache ich nur einen Kampf, um es einmal zu zeigen, je nachdem, wie schwer die Kämpfe sind. Und dann gucken wir mal, ob wir was Gutes ziehen können. Es gab einige Vierer. Porifon ist jetzt nicht so eskaliert, aber wir kriegen trotzdem einen wundervollen Fünfer, der sogar hier im Fokus ist. Matisse und Bisofunk. Nice. Sehr schick. Das ist doch schon mal cool. Das passt. Habe ich den? Ja. Kann man mit leben. Aber ich zeige euch gleich, welche ich lieber gerne ziehen wollen würde. Und zwar gibt es jetzt Machtmontur, Waren und Genesekt. Da ziehen wir mal. Das ist natürlich immer gut, wenn man so eine Machtmontur-Charakter zieht. Die sind halt, ja, seltener, würde ich mal behaupten, als normale Fünfer. Fehlen mir noch einige für meinen Pokédex. Ihr könnt ja schon mal reinschreiben, ob ihr schon alle gezogen habt, alle Charakter, oder ob euch der ein oder andere Charakter noch fehlt für euren Pokédex. So, auch schon wieder nicht ausgerastet hier, Porifon. Was ist denn heute los? Ja, Pässe. Das hilft natürlich, wenn man einige benutzen will, die 3 Sterne haben, um die auf 5 Sterne zu bringen. Ja, 4er ist auch immer gut. Ich glaube aber, diese Suche ist jetzt ein bisschen schwächer. Genau. Das ist aber okay, in Ordnung. Ich glaube, 1, 2, 4. Nein, okay. Ich habe den Kevin und Pinsy habe ich doppelt gezogen. Ansonsten 2 Vierer. Und dann gibt es noch entsprechend die Machtmontur Lotta und Victini. Da wollen wir auch noch ziehen. Dann haben wir wieder einiges an Juwelen ausgegeben. Und dann zeige ich euch Event-Gameplay. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, jetzt rastet das Porifon aus. Das heißt, jetzt kriegen wir was Gutes. Ich hab mich eben nicht vertan und habe gesagt, der ist nicht ausgerastet. War ja auch so, wir haben ja nichts Krasses bekommen, aber jetzt kriegen wir definitiv irgendwas Krasses. Ich bin mal gespannt, wen. Genau. So. Bisher noch nicht. Die können auch ziemlich am Ende sein. Da ist es doch schon mal. Aber ja, für den, wenn man dafür ausrastet, ist das natürlich blöd, weil, ne, den haben wir ja schon voll und ist jetzt auch nicht so spektakulär, habe ich auch nicht so häufig benutzt. Nur leider kann ich euch nicht sagen, woran das Spiel das ausmacht, wann es ausrastet und wann nicht. Deswegen, weil ich glaube, das ist unser einzigster Fünfer gewesen, ja. So, das erste Event, was gestartet ist, Schurken-Event, der gefangene König, geht bis zum 3.12. Und dann schauen wir mal rein. Versus Team Plasma-Rüpel. Was brauchen wir denn für Pokémon? Käfer und Feuer. Okay, ich brauche mal schnell ein Team. So, das Team steht. Wir haben hier natürlich Ariti. Ich habe keine Ahnung, wie man den Typ ausspricht. Das ist der Arena-Leiter in Einal, der sich um Käfer-Pokémon kümmert mit Matriful. Dann haben wir Lotta und Flamberix. Die geben uns natürlich Bonus. Und dann habe ich noch, weil das mein stärkster vom Typ Käfer ist, Bromley und Tektas, die sind auch gar nicht so verkehrt mit ihrer Attacke. Dann schreckt nämlich der Gegner zurück. Das zeige ich euch jetzt. Es ist eh nur, okay, der wird eh besiegt, das kann ich euch nicht zeigen, aber dann in dem stärkeren Kampf, der nicht direkt besiegt wird, kann ich euch das gerne gleich einmal zeigen. So, dann schauen wir mal. Vielleicht mache ich 2 Kämpfe, je nachdem, wie schwer die sind. Schauen wir mal. Ich will das Video auch nicht unnötig in die Länge strecken. So, okay, wir können Nitro-Ladung machen, Flammenblitz machen. Und das können wir machen. Ich weiß nicht, ob Käfergeboom auf alle geht. Schauen wir mal.
Und dann kann man natürlich boosten. Und dann schauen wir mal. Ja. Der Schaden war ganz solide. Ne, okay, Käfergebumm geht nicht auf alle. Aber ich glaube Silber auch, aber das können wir jetzt nicht mehr ausprobieren. Werden wir gleich mal in dem Kampf ausprobieren. Anscheinend habe ich den schon auf Level 100 mal irgendwann für irgendwas gepusht. Also, Trank brauche ich gar nicht mehr einzusetzen, wir sind eh schon fertig. Aber ich habe keine Ahnung, wie man den spielt. So oft habe ich nicht mit ihm gespielt. Flambeex habe ich auch noch nicht so oft benutzt. Tektas, ja, habe ich öfters benutzt. Kann man aber auch in all meinen ganzen Videos und Livestreams sehen, welche ich am häufigsten verwendet habe. Schreibt mir auf jeden Fall, wir haben es erstmal geschafft, gerne rein, welche eure Lieblingsgefährten sind. Level 60, okay, das schaffen wir auch noch. Das heißt, vielleicht sehen wir sogar drei Kämpfe. Gut, dann gucken wir mal. Ich mache jetzt erstmal den Silberhauch, um zu testen, ob der alle angreift. Aber ich kann das hier machen ohne größere Probleme. So. Zack, Silberhauch. Nadelrakete, ja. Ach so, das macht nur keinen Sinn. Ne, Silberhauch geht nicht auch, nicht auf alle. Schade, okay. Ha, reicht nicht aus. Dann boosten wir mal den Angriff. Scheuert. Heil dich mal. Nochmal den Angriff boosten. Silberhauch. Ja, es ist weise. Dann gleich eine Gefährtenattacke hier drauf. Komm, wer greift an? Zack. Nadelrakete. Also irgendwie die Harmonie hier passt noch nicht so 100% im Team. Aber okay, Hauptsache wir gewinnen den Kampf, das ist doch das Wichtigste. Genau. Dann schauen wir mal, ob wir den nächsten Kampf auch noch machen. Brandstempel. Yay. Ich fand Brandstempel sehr cool damals in der Schwarz-Weiß-Ära. Ich habe ja das als Starter-Pokémon genommen. Der Flammenblitz, weiß ich nicht, ob der mich hier selbst auch Schaden zufügt. Kann ich euch nicht sagen, wie das jetzt hier in dem Spiel ist, weil so wie gesagt, so oft habe ich das noch gar nicht genutzt. Ja. Aber passt. Läuft. Wir haben den Kampf gewonnen und dann schauen wir uns mal den nächsten Kampf an. Ob wir den auch schaffen. Yay, Team Plasma. Ich glaube, es sind nur drei Kämpfe. Und Level Up. Jo, das ist doch auch schon mal schick. Ah, Flammenbegegs ist ja gar nicht so stark. Der ist nur Level 70. So, dann versus Plasma Rüpel 3. Level 100. Wir versuchen mal unser Glück. Auch wenn Flammenbegegs und Lotta nur auf Level 70 sind. Vielleicht klappt es ja. Mal schauen. Dass wir hier irgendwie guten Schaden machen. So. Mal schauen. Wenn wir es nicht schaffen, ich werde sie nicht extra dafür pushen. Zack. Ich müsste eigentlich meinen Angriff boosten, aber ich muss kurz die Energie gerade loswerden. Und dann muss ich mich einmal gleich hochheilen. Angriffsboost. So. Ich hoffe, ich komme noch dazu, dass ich mich hochheilen darf, ohne dass ich jetzt sterbe. Ich muss zweimal hochheilen. Nochmal den Trank einsetzen. Wir müssen jetzt hier gerade ein bisschen auf Zeit spielen. Käfergebrumm. Achso, ich bin ja schon hochgeheilt. Okay. Angriffsboost. Gefährtenattacke. Drauf. Dann ist das schon mal gut. Zack. Da die Nitro-Ladung drauf. Nadelrakete. Ich hoffe, das ist ausreichend. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht die Gefährtenattacke drücken. Das wird dann kritisch. So. Ich hoffe, das ist stark genug. Und wir schaffen das. Oh, die Animation ist auf jeden Fall mega nice. Ja. Perfekt. Läuft. So, dann kannst du, wenn du angegriffen hast, dich einmal hochheilen. Dann das. Trank einsetzen. Perfekt. Und ist das auch fast besiegt? Oh, mies, der Trank kommt nicht mehr durch. Okay. Schade. Wir boosten hier mal.
Ja, na, eine Rakete ist nicht verkehrt, ne? Ah, verfehlt. Komm. Ich muss gucken, dass ich meine Werte booste. Ja. So, zack. Okay, wir schaffen es. Das sieht doch schon mal gar nicht verkehrt aus. Eishieb. Achso, ich habe genug. Ja, ich habe genug Energie. Ich kann das so riskieren. Und wir können sogar noch mal gleich eine Gefährtenattacke einsetzen. Wobei die hier ja, oh, sehr nice aussieht, aber ich glaube, die brauchen wir gar nicht. Wow. Er hat einfach mit einer KP überlebt, das Nibel. Ja, die Animation der Gefährtenattacke ist hier natürlich sehr nice, wie ich finde. Käfer trotz des Künstlers, glaube ich. Ich hoffe, das spricht man so aus. Ja, nice. Wir haben es geschafft. Cool, definitiv. Sneebel wurde besiegt. Ich glaube, es gibt nur drei Kämpfe. Gewonnen. Perfekt. Level up. Gibt es für irgendjemanden Level up? Schauen wir mal. Ja, Lotta und Flampiex. Fast auf Level 72. Okay, nice. Und fast mein Trainer rangesteigert. Und das war's dann. Hier haben wir noch die schweren Kämpfe. Gibt sogar Tickets, aber ihr seht es ja hier, das andere war schon kritisch. 135 und ich will jetzt nicht extra dafür pushen. Ihr könnt da reinschreiben, ob ihr das gemacht habt und geschafft habt. Und dann noch ein Level 100er. Könnte ich schaffen. Ich bezweifle aber, dass ich das schaffe. So, dann packen wir das hier noch mit rein. Episoden-Event, die Formel für eine ideale Welt. Bis zum 21.11. geht das. Und dann müssen wir natürlich wieder hier Box suchen machen. Das kann natürlich nicht viel in die Länge ziehen. Wir schauen mal. Wir haben auf jeden Fall alle Kämpfe hier frei. Wir gucken uns aber erstmal die erste Geschichte an. Ein Held kehrt auf Passio ein. Gibt sogar Juwelen. Ich gucke aber jetzt nicht extra in die Boxsuche, wie es aussieht. Entsprechend, weil es meistens immer die gleichen Stufen so. Und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal. So. Da kommt N und Zekrom angeflogen. Ist das etwa Zekrom? Heißt das etwa... Er ist hier hergekommen? Er ist hergekommen, okay. Und der von Team Break verzieht sich. Yay. Was? Hier wolltest du also hin? Gar kein schlechter Ort. Die künstliche Insel Passio. Das ist doch... Was, echt jetzt? Ja, ich bin ganz sicher, dass er es ist. Er sah genau aus wie eine Person, von der du mir erzählt hattest. Es muss ganz sicher N gewesen sein. N ist also wirklich nach Passio gekommen. Endlich kann ich ihn wiedersehen. Waren. Du wolltest ihn schon lange noch einmal begegnen, nicht? Lass uns schnell losgehen. Ich führe dich zu ihm. Danke, Lotta. Hey, Niklas, möchtest du nicht mitkommen? Ich will dir meinen Freund vorstellen. Geschafft. So, dann machen wir noch Versus Trainer aus Passio 1. Und wie ich es festgestellt habe, das weiß ich natürlich nicht immer, das ist halt manchmal so, ist das Event eine Wiederholung. Das heißt, ich habe es schon mal gezeigt. Ich werde euch auf jeden Fall, wenn ihr wissen wollt, wie es hier läuft, wie die Geschichten aussehen, weil ich muss es ja nicht mal aufnehmen, ich habe es ja schon mal aufgenommen, euch dann in der Infokarte verlinken. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Wir machen aber trotzdem den einen Kampf hier, damit man es einmal gesehen hat, hier in dem Video. Und dann gucken wir mal, ob wir bauen mal ein neues Team. Vielleicht habe ich ja sogar schon, oh Gott, wie viele Teams ich einfach für so viele Sachen brauche, die ich nicht mehr lösche. Ich hoffe, ich komme da nicht mehr durcheinander. So, Team steht. Ich habe sogar N und Zekrom irgendwann mal gezogen, aber noch nicht benutzt. Level 1. Dann haben wir Camilla und Zebritz und Lilia und Maxax. Die geben sogar auch noch mehr, ja, später an Punkten. Dann habe ich sogar später für mich, wenn ich das Offscreen nochmal wiederhole, um mir die Sachen zu erfarmen, nochmal schneller die Sachen zusammengefarmt und muss weniger Energie ausgeben. Wir gehen mal in den Kampf rein. Dann habt ihr es einmal gesehen. Dann wird das Video doch noch kürzer als ich dachte. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt neu gewesen. Aber man kann sich ja immer mal vertun, ne? Ich kann auch nicht immer auswendig wissen, welches Event schon wiederholt wird. Ihr seht es auf jeden Fall dann entsprechend. Ich habe leider am Anfang auch manche Events wiederholt und doppelt gemoppelt aufgenommen. Aber passt schon. So, dann machen wir doch mal was. Was kann der denn hier? Wutanfall. Ich will mal die Attacke sehen. Die ist halt voll heftig. Funkensprung und Drachenklaue. Natürlich komplett auf das falsche Pokémon. Ja, das war bescheuert. Ich hätte nämlich das andere angreifen sollen mit Elektro-Attacke-Pokémon, was auch gegen Elektroschwäche hätte. War ja in der Mitte ein Drachen-Pokémon, was
War das nach dem Pokémon gar nicht drauf geachtet, was Drachenschwäche hatte? Kann ja nur, weil nur Drachen haben ja Drachenschwäche. Genau. Und dann haben wir das eigentlich gewonnen. Ja, ist ja auch nur Level 10. Gut. Dann haben wir das gesehen. Passt perfekt. Gibt sogar ein kleines Level ab. Und ja. Dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr dann wissen wollt, wenn ihr das Spiel nicht spielt und so, dann wie die Schurkenstory läuft, schaut gerne da vorbei, das kommt demnächst. Und wir gucken mal, wie viele Items wir bekommen. 27, ist okay. Perfekt. Würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.